Nachdem der grundhafte Ausbau der Einsteinstraße aus Geldmangel immer wieder verschoben wurde, wird nun wohl wenigstens geflickt. Der Technische Ausschuss soll zumindest am Mittwoch einen Auftrag zur Reparatur im sogenannten Patchmatic-Verfahren bestätigen, mit dem die Löcher und Fugen mit Asphalt und Split verfüllt werden. Gleiches ist auch für die Kühlstraße im Abschnitt Kreisverkehr Südstraße vorgesehen.